Bitte halt deine Schnauze, scheiß auf Mounzi, ich hab einen blauen Sie und Ehre im Arsch. Genau. Damit herzlich willkommen zurück zur Sülze, Digga. Und ihr seht schon, es ist endlich soweit. Ich hab's euch versprochen, ich spiel Killer. Ich habe jetzt die Sommerpause, die jetzt ja mehr oder weniger in der Sülze stattgefunden hat, weil die einen haben gesoffen, die anderen haben geplanscht, die anderen haben gestreamt, was auch immer. Jedenfalls gab es eine kleine Pause und deswegen sind wir jetzt diese Woche wieder mit am Start, aber ihr habt es ja schon bei den anderen gesehen. Und diesen Killer mit diesem Bild, das habe ich mir wirklich vorbereitet. Also wirklich mal, vielleicht auch mal Props in die Comments diesmal, dass ich mal ein bisschen was hier für das System hier getan habe, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Und deswegen werden wir damit gleich mal reingehen. Ich bin gespannt, ob es so funktioniert. Kenner würden vielleicht schon erkennen, worum es hier geht. Ansonsten schauen wir gerne mal wieder in unseren Hashtag Sülze. Die anderen haben es andersrum gemacht, haben erst in den Kommentar gezeigt. Ich mach's anders. Wir zeigen hier diese tolle Zeichnung. Die Jungs und Mädels haben es im Discord, beziehungsweise im Teamspeak schon verlinkt bekommen. Die Jasmin ist ja weiterhin noch nicht da, aber bei dieser Zeichnung ist es... Also ich weiß nicht, ich finde immer solche Bilder, wo so viele kleine Storys erzählt werden, finde ich persönlich ja immer cool. Zum Beispiel, ich habe Röff, ne, dass ein Papo da wegrennt. Ich mit meinem Gen Rush hier vorne. Ich finde auch schön, dass ich Bauchfrei trage, by the way. Finde ich sehr, sehr nice. Warum hast du eigentlich immer ein Polohemd an? Weil das der Skin ist von Feng Min, den ich immer hatte. Aber jetzt habe ich ja eigentlich die Woche immer den Häschen-Skin gespielt. Also bitte jetzt immer mit Osterhasen-Kostüm. Das wäre super. Und ja, den Milcheinschuss, den kriegt. Also ich muss sagen, ich finde es ein bisschen belästigend, wie Sterzig auf die Brüste von Gnu starrt. Das ist irgendwie. Also ich weiß nicht. Ich habe das Bild auch schon lange geschlossen wieder. Und. Als Sterzig, ja, ist das. Nachdem du es abgespeichert hast. Also, ich denke, wir haben hier die Grenze jetzt erreicht. Ja, ja. Also, wir müssen das auch nicht mehr weiter ausarbeiten hier mit diesem Milcheinschuss und so. Ich glaube, langsam haben wir es verstanden. Ne? Ansonsten der Kommentar der Woche. Ne? Wir sind ja hier bei der Community-Aktivierung. Habe ich ja fast vergessen. Geil. Jetzt habe ich den Kommentar hier verdaddelt. Kleinen Moment. Und du bereitest dich ja immer vor. Ja, ja, ich bin ultima gut vorbereitet. Und zwar ist es quasi eine kleine poetische Einlage an dieser Stelle. Schickt natürlich auch gerne weiter irgendwelche Challenges an uns, die wir dann für die nächste Woche mal einbauen können. Ansonsten von dem guten Stücki, der schreibt: Schmerzt der Röff beim Zocken dir, steht der Henno hinter dir. Na, das ist natürlich. Ja, kann man mal klatschen. Können wir starten? Ja, irgendjemand ist immer noch nicht ready. Ja, ich mach ready. Und das bedeutet, wir gehen natürlich rein. Stream ich heute? Nein, natürlich nicht. Geil, dann können wir starten. Ich fand's gerade eben. Frage stellen muss, ne? Ich fand's gerade eben sehr interessant. Hm. Ich habe heute schon mal gehört, ich habe heute ein Bild vorbereitet. Naja. Und kennt diesen Bild vielleicht. Und derjenige, der es gesagt hat, hat dann so hart verschissen. Ja, vielleicht verkacke ich auch, das kann sein. Das wäre irgendwie witzig. Ja, klar. Das Gute ist, ich spiele halt nie Killer, deswegen kann ich halt machen, was ich will. Das ist Leatherface? Ja. Ja, ja. Du hast Stein und das Geld. Mhm. Mhm. So. Max, bist du noch da? Ich bin noch da. Okay. Wir spielen gegen den Geist. Ja, und den Geist. Ich habe mir jetzt auch einen Cheat installiert. Ja, naja, ja. Ich habe mir auch einen Skin runtergeladen, also eine Mod. Dann sehe ich durch Wände. Cool. Ich habe einfach ich nur übrigens auch gerade. Hast du denn den Geist geübt, Kalle? Ja, ja. Oder war das jetzt nur. Okay. Nee, ich habe den tatsächlich geübt. Ist ja S-Tier, ne? Ja, klar. Ist der einer der besten. Gut. Momentan, ne? Auf dem aktuellen Patch ist der gut. Der ist schon immer ziemlich gut. Ja, auf dem letzten Patch war der richtig kacke. Ja. Ich würde auch sagen, es ist der zweitbeste Killer im Spiel. Also, was soll das jetzt? Also, Kalle, wenn du die richtigen Tools brauchst, um zu überzeugen, klar. Das ist ja, brauche ich auf jeden Fall. Weil ich kacke bin als Killer. Digga, hier links, Leute, hier ist einer. Ja, geil. Okay. Das ist meiner, sucht euch gefaced. Ach komm, du bist Gast, benimm dich mal. Hat aber recht, Patrick. Reicht mir gleich. Willst du eine Marlboro, muss jetzt kommen. Ich glaube, er spielt Spirit, Leute. Ja, aber will er eine Marlboro? Ach, hier vorne Spirit? Seid ihr. Sprit? Spielt er Sprit? Hallo, Henno, Ding Dong! Ach, er spielt ja gar nicht. Ist ja gar nicht Spirit. Er spielt ja Brave. So, Mann, ey, aber wenn du Unsichtbarkeit brauchst, um gut zu sein. Ja, ja, ich brauche erstmal Henno, den ich hier jetzt zum schön, ne? Weiß ich mein. Scheiße, so. Digga. Ja, klar. Wie meine ich denn? Kannst du nochmal richtig sagen? So wie ein Deutscher? Hä, was ist das denn jetzt für ein Rassismus? Naja, das war voll falsch ausgesprochen. Ja, und? Lass mich doch. War Spirit, oder? Oh, jetzt habt ihr es verkackt, ne? Opfer. Sprit, oder?
trete ich da nochmal gegen. Bing, 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 bong. So, Seth, ich hab dich übrigens gesehen. Wo bist du hier mit deinem scheiß Twitch-Hemd? Ja, ich hab dich gesehen. Wo bist du? Mit deinem scheiß Twitch-Hemd. Nee, ich hab dich gesehen. Ja, kannst. Nimm mich. Bing, bong. Oh, du hast einen guten Perk. Danke dir. Gut gemacht, Seth. Bing, 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 bong. Dankeschön. Bing, 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 bong. Ich geh doch mal in die andere Gestalt, dann bin ich nämlich schneller unterwegs. Okay? He fast as fuck, boy. Yeah, boy! So. Also, ich mach einen Gen. Machen wir die nochmal weg. Okay, der tritt da wieder gegen die Palette. Ich seh das, Kalle. Ich hol dich später, Chef. Ich seh das, Kalle. Wann denn ich hab eigentlich? Einen Perk dabei. Junge, Geist ist actually richtig. Ist nicht so gut, ne? Hallo! Ach, hier ist schon wieder eine Palette. Ist okay. Ich finde ihn momentan echt schwierig gegen zu spielen, weil du ihn echt schwierig siehst. Komm zu Papi. Wie komm mal her, Kalle? Sterzig? Ich bin direkt in deinem Röff, Digga. Super, steig durchs Fenster. Hehe, ausgetrickst. Aber ihr macht die Gens ganz schön schnell, das finde ich nicht so gut. Gen Rush! Es gibt so bestimmte Leute, die das würde Kalle auch machen. Gen Rush! Ausgetrickst! Ach, da hinten seid ihr dran. Bei der Hütte drin, da würde ich jetzt aufhören. Ich würde jetzt aufhören. Na, ihr seid zu zweit da dran, ne? Ding Dong! So, Marlboro Matt! Hau rein, Digga, da kommst du nicht hinterher. Guck mal, das Ding ist... Kalle, hier bin ich. Ich hab halt ein Medkit, ne? Er rennt sterzig hinterher, komm nicht zurück. Du hast jetzt übelst viel Zeit verwendet, mir. Ach komm, Seth! Ich muss irgendwann einen Seth dazugeben. Ey, lass dir doch mal Tipps geben, Digga. Ey, wie arrogant Kalle geworden ist seit der 500.000 Abonnenten. Ja, klar, Digga. So, was macht ihr hier Kalle, eigentlich? Wusstet ihr, dass Kalle mal korrekt war? Früher? Hey. Es wäre witzig, wenn Kalle die ganze Zeit darauf bestehen würde, dass irgendjemand seinen Busfahrer-Song singt. Ja. So richtig, aber dann auch richtig sauer, wenn man das nicht macht und die Aufnahme abbricht. Ja. Und dann wird wieder neu anmoderiert, immer wieder. Na klar, ihr seid schon wieder in der Hütte da hinten. Nee, nur ich. Oh. Nee. Woran siehst du das eigentlich? Wenn der auf 75% ist und. Darf ich da eben mal gegentreten vorher? Na klar. Na klar. Klassens. So, er ist jetzt bei der Scheck. Killer Scheck, Digga. Hat das eigentlich was mit Also, das Ding ist, ich glaube, der Bild ist richtig nice. Nur ich bin halt richtig scheiße. Hey, das habe ich auch schon mal gehört. Ey, die Map ist aber auch groß und hat ziemlich viele Paletten. Also, du. Ah, oh nein! Ja, doch! Bist jetzt das sieht so aus, als ob du durchs Fenster steigst. Das hast du doch jetzt nicht mit Absicht gemacht. Aber die Frage ist, warum tunnelst du Max? Weil er mehr Abonnenten hat. Abos. Ah. Na, man hat richtig wie an die Tassen kloppt. Aber der Gen in der Hütte ist fast fertig. Aber er hat ihn schon getreten. Nein, das wird er nicht wagen. Oh. Ich glaube, er rennt zu der Person, die bis eben noch... Ja, er rennt zu Sterzi. Ja. Okay. Sterzi! Also, genau, am besten geht einer in die... Wobei, die Check können wir Siehst gleich Siehst du mich machen. Eigentlich gerade in meiner Hülle? Ich seh dich. Ich heile mich selber und du rennst weiter zur Check, okay? Am besten, Oh ja, da habe ich mich ein bisschen verschissen. Ja, klar. Achso, hast du Medkit? Ja, geh zur Check. Oh, danke, dass du extra zu dem Wenn Haken ich jetzt den Busfahrer-Song singe, lässt du mich in Ruhe? Ja. Zu spät. Ist auch ein richtiges Scheißlied. Hat aber recht, Patrick. Ich hab's nur für die Fans gemacht. Weißt du mal. Ich möchte, dass ihr diesen Gen hier in Ruhe lasst. Welchen genau? Schon wieder da und tritt gegen, ne? Ja, und der da hinten, ist auch schon ganz rot. Hier macht ihr auch was. Ach so, hallo Henno. Hallo Sterzig. Hä? Ey, komm gleich mal mit, Jetzt musst du ihn wieder treten. Nein. Okay, ein Check ist gemacht. Hand of Blood! Du Wo ist denn hier eine Palette? Ich blocke mit dem Buddy. Ja, alles gut, ich hab Dead Heart. Und hier loop ich ihn des Todes. Okay, dann machst du es nicht. Gut. Nur block nicht. Komm mit. So! Ich hab E gedrückt. Ich wollte! Ich hab E gedrückt, warum geht es nicht? Ach, Hand Ich glaube, man muss das echt. Ja, es ist ganz schön Dead Heart. Ich hasse Dead Heart. Tschüssi! Ne, ich glaube, das ist auch echt. Bing Bong! Bing Bong! Ping-Sache. Oft. Ja. So. So, den lässt du mal hier in Ruhe.
Er kommt wieder her. Ja, ich hätte das aber auch safer spielen sollen. Nee. Nein, easy. Den Henno haben wir, ne? Achso. Oh, wir sind exposed, Digga. Er hat uns exposed. Ist er einer von diesen YouTubern, die Leute exposen? Ja, ja, ich hab euch exposed. Kalle TV ist es. Okay, also ihr macht gerade alle nichts, ne? Hallo, Papo, Digga. Ich hab dich von ganz weit schon. Ich coache euch. Also, er ist bei Papo, die anderen beiden können jetzt freie Sachen. Au! Ey, hier keine Tipps geben. Ich mach jetzt freie Sachen. Du kannst den links. Ja, heftig. Danke, stört sich mit deinem Humor. Er ist immer noch hinter Christo her. Nee, das ist Boogie. Das er geht zu euch, what? er geht zu euch. Okay. Er ist unsichtbar und kommt. Jetzt ist er bei euch, ihr seht es. Sag mal! Gut gemacht. Was soll das Gesabbel, Max? Christo kann jetzt wunderbar das Gate aufmachen. Hm. Zum Beispiel? Der hat sich ein bisschen geil looten. Das mache ich jetzt auch. Oh, jetzt. Ich mach das. Ja, mach einfach auf. Sterzig! Am besten tankt Sepp für Sterzig einen Hit und, ja, oder Christo nee, und ihr rennt. Ja, Sterzig rennt zum Ausgang. Komm mal her, Sterzig. Warum habt ihr euch jetzt alle eingefangen? Also. Das verstehe ich nicht. Hä? Oh, er blöd dabei. Ach so, nee. Nein, hat er nicht. Ich hab ihn ja einfach alle nach der Reihe eingefangen. Junge, ja, das ist jetzt blöd. Digga. Das müsst am Ende ihr wissen. Also, ja, geh einfach beim anderen Ausgang raus, Digga. Er kommt. Halt euch mal hoch. Er kommt. Glaub ich. Er will Christo. Nee, wen aber will er? Komm her! Ah, sag Glück gehabt, aber die anderen beiden, ne, die bleiben hier. Krabbel zur Luke. Die ist direkt neben dir, Sterz. So. Kappa, aber er denkt's. Wenn Otto ist. Oh, ich glaube, Kalle findet keinen Haken. Doch. Die Haken müssen. So. Sterzig, wo liegst du noch rum? Nach da hinten. Ich hab ja hier Wallhack. Oh, nice. Aber trotzdem krabbel weiter, Digga. Vielleicht ist er ein Otto geworden. Cool. 4%, komm schon. Ah, schade. Wieso kann ich nicht. Achso, ich muss nicht erst, ja. Ich dachte gerade so, mein Plan ist gar nicht aufgegangen. Ach, jo. So. Ja, Freunde, da seht ihr mal, ne? Ein bisschen geübt, dann ging's auch schon. Du warst aber lucky jetzt. Ich hab einfach gemischt, ey, Digga. Ja, aber wenn du scheiße bist, ist ja gut für mich. Ja, das stimmt. Man kann auch mal mir Props geben, dass ich mich hier hinsetze und auch mal ein bisschen übe. Ja, das machen wir seit Wochen, ne? Ja, aber bei mir trägt es auch direkt Früchte. Ja, ist auch schön. Und den Gast habe ich verschont, also eher in meinem Boot rein. Wie viele Abos hast du? 500.012 Millionen. So, okay, ja. 12 Millionen jetzt? Nochmal? Ja, 500.012 Millionen Milliarden, Digga. Was war das für ein Perk? Ich wusste nicht, was das ist. Was für ein Perk? Also eine Jungfrau hast du? Ah, Rancor. Okay. Digga, also eine Jungfrau. Ach so, du warst One-Shot. Gegen sowas haben wir verkackt, Digga. Ja, klar. Aber ihr seid nicht in Schränke gegangen, ne? Deswegen. Nee. Aber für den Fall der Fälle. Ich bin nur ein Schrank. Ja. Lol. Ja, das reicht mir vollkommen. Ich habe ein bisschen rasiert. Seth habe ich verschont. Schaut auf jeden Fall auch mal bei ihm vorbei. Der Mittwoch für Gnu auf seinem Kanal hochgeladen. Ist natürlich unten verlinkt. Nächste Woche geht's dann weiter bei dem guten Henno. Und schreibt uns gerne nochmal ein paar schöne, wie sage ich immer, Challenges in den Chat. Ne? Ansonsten, ja, bis nächste Woche. Die haben wir ja heute auch gemacht. Genau. Tschüss.